So lebten wir in der Klinik La Prairie, die Dr. Niehans führte, in zwei Zimmern und waren sehr beschränkt in unseren Ausgabenmöglichkeiten. Trotzdem war es ein großes Glück für Furtwängler, dass er nun endlich Zeit hatte für seine Kompositionen. Nie wäre die zweite Symphonie fertig geworden, ohne diese Unterbrechung von 2 Jahren. Natürlich waren die seelischen Umstände schwierig. Wir hatten keine Nachrichten aus Deutschland, beziehungsweise die Nachrichten, die wir über das Radio bekamen, waren so negativ, dass wir uns größte Sorge machten. Aber die Natur, die unglaubliche Schönheit der Gegend, war eine Hilfe. Er äußerte damals verschiedentlich und später mit Trauer, was für Zeiten sind das, die wir jetzt erleben können, endlich einmal ohne diesen Dirigentenrummel, der doch wieder auf mich warten wird, was er